Hallo Leute, hier zu einem neuen Video. Hier habe ich so einen Kompressor gebaut mit dem Druckschalter. Ne? Machen wir mal eben an. Hier so eine Sauerstoffflasche, Kühlschrankkompressor, ein Druckmanometer, Filter. So, ne? Geht alles, ja. So, wenn ich jetzt die Luft rauslasse, einen Moment, dann können wir sehen, wie es runtergeht. Ja, da geht jetzt runter und der Druck hält auch runter natürlich. Ja, so sieht das aus mit dem Kompressor. Also nicht so viele Teile, ne? Ganz wenig. Hier so ein Druckschalter, ne? Ja, hier. Kann man hier hoch machen. Ja, der geht natürlich mit dem Finger schlecht, natürlich schwerer. Da muss schon ein Druck sein, damit der hochfährt. Ja, jetzt gucken. Hier habe ich jetzt zugemacht. Der Druck steigt. Dann hebt er gleich den Zylinder hoch. Der drückt den Zylinder jetzt. Also der Zylinder drückt diesen Schalter. Und dann müsste er halt ja jetzt anhalten. Ne? So 4 Bar ungefähr. Ich kann ja auch einstellen. So, dieser Kompressor, Leute, ist für meinen 3D-Drucker mit der Spritze. Wisst ihr schon bestimmt. Aber wir sind noch nicht so weit. Erstmal, da müssen noch viele Sachen gemacht werden. Erstmal das hier, ja. Erstmal das. Kann ja mal vorführen. Einen Moment. Ja, mal gucken. Ob das hier vorführen. Ganz kurz, Leute. So, Schalter ist dran. Luft an. Und dann einfach mit so einem Magnet erstmal kontrollieren, ob das jetzt geht. Ne? Ja. So soll das sein. Nur mit dem Magnet. Normalerweise, der kommt ja jetzt da rein, aber ich habe ja noch nicht, ist noch nicht fertig. Ja. Dieser Schalter kommt jetzt da, also jetzt nicht, aber so kommt er rein. So, mit einer Hand ist das natürlich keine gute Sache. Also der kommt hier rein, der Magnetschalter, die Spule. Ja, so sieht es aus. So sieht es. Ja. So. Wenn es fertig ist, mache ich noch ein Video, wenn erst das mit der Spritze funktioniert. Ja, so weit bin ich noch nicht. Es muss ja erstmal funktionieren. Die kommt hier hin. Ja, das ist dann. Kommt die Tinte noch. Ja. Tinte. Dann mache ich dann noch ein Video. Vielen Dank zum Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, bitte abonnieren nicht vergessen. Bitte immer schreiben, ich antworte. Ja? Vielen Dank zum Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.